Meine Enkelsöhne sind genug bestraft worden. Ich höre nur sehr selten von ihnen. Ich nehme an, sie wollen mir ihre Misere ersparen. Und dieses Monster, der Mann, der verantwortlich ist für ihr Unglück? Er lebt und atmet noch, Mr. Holmes. Auf seinem Gesicht ein freches Lächeln und ein Herz so hart wie Stein. Sie hätten mich früher rufen lassen sollen. Hätte ich nur früher von Ihnen gewusst, Holmes. Ein Freund nannte mir Ihren Namen. Er hat großen Respekt vor Ihnen, weil Sie ein Mann mit Sinn für Gerechtigkeit wären. Holmes, ich hoffe, Sie mögen Gedichte. Auf dem Deckblatt. Come, Devil. Mhm. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Hinweis in der Sache weiterhelfen wird. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe Sie nicht meinetwegen rufen lassen, Mr. Holmes. Dafür ist es bereits zu spät. Ich will nur verhindern, dass anderen Menschen dasselbe geschieht. Bei dem Gedanken, wie dieses Haus von den Stimmen der heranwachsenden Knaben wiedergehallt haben muss, umfing mich eine große Traurigkeit. Wir haben einen Kerl, der mit einem lächelnden Gesicht und einem Herzen aus steinschwache Menschen quält. Ein gewiefter Erpresser. Ich hörte Gerüchte über ihn. Doch niemand erwähnte seinen Namen. Ich habe in den Zeitungen nichts davon gelesen, nicht einmal andeutungsweise. Haben Sie Ihre Notizen zur Hand? Sie hat zwei Enkelsöhne. George, der Ältere, das ist der Vicomte Croft, wurde in verfänglicher Situation erwischt. Von dem Dreierspiel las man in den Zeitungen. Man lockt erst einmal einen Herrn in das Bett einer Prostituierten. Dort wird er dann in flagrante erwischt. Daher kommt der Name. Wie gewöhnlich hat die Presse sehr schlampig recherchiert. Die Frau war eine Schauspielerin, so weit, so gut. Doch er wurde nicht in flagranti erwischt. Mrs. Hudson! Seine Frau kommt aus einer sehr vornehmen Familie. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Und sein Bruder? Edward? Oh, um seinen Bruder zu rächen, ging er mit einem Revolver bewaffnet zu dem Komplizen. Sein Name ist, Fike. Der Bruder nahm den Revolver und schoss ihm ins Gesicht. Der Mann hat überlebt, aber eine tiefe Narbe zeichnet sein Gesicht. Er verschwand nach dem Prozess. Wenn wir ihn finden, wird er uns zu unserer Beute führen. Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich kann mich nicht Dann bringen Sie das raus. Sie wissen, ich hasse Kohlgeruch. Aber sicherlich kennen die beiden Brüder ihren Erpresser. Wegen des Skandals hat der ältere Bruder das Land verlassen. Edward folgt ihm nach Verbüßung der Strafe. Sie leben verarmt in Frankreich. Auf Wiedersehen, Mrs. Hudson. Danke. Prinz Murat beabsichtigt, die Baroness von Egerlop zu heiraten. Er hat seine erste Frau, Prinzessin Malaide Wagram, vor 10 Jahren verloren. Lord Rosebery ist zum großen Festessen der Messerschmiede in Sheffield eingeladen worden. Sie geben sich keine Mühe, Rosebery. Also wirklich, Holmes. Seit heute Morgen um 9 lese ich Ihnen aus den Zeitungen vor, aber Sie zeigen bisher auf keinen Artikel eine Sobald Reaktion. Sie etwas vorlesen, was meine Aufmerksamkeit erregt, werde ich auch bestimmt reagieren, Watson. Hier, das ist interessant. Lord Hawks reist mit seiner Cricketmannschaft im nächsten Monat nach Philadelphia und Toronto. Was verstehen die Leute auf diesem Kontinent von Cricket? Die ehrenwerte Miss Miles löst 2 Tage vor der Hochzeit ihre Verlobung mit Colonel Dorking. Besonders wichtig in der Modewelt der Damen ist kommenden Winter der Kopfschmuck. Das ist Lestrade. Mein Offiziersbursche hat den Brief gerade abgegeben, Sir. Sehr gut. Ich weiß aber gar nicht, ob er da ist, Inspektor. Inspektor! Mr. Holmes, Sie wissen, weshalb ich komme. Sagen Sie es mir bitte. Ich komme wegen des Briefes. Er kam in diesem Umschlag an.
Er ist aus den Räumen von Colonel Darkin gestohlen worden und wurde vor nicht einmal 20 Minuten, Dr. Watson, hier vor der Tür ausgehändigt. Dürfte ich Sie fragen, ob Sie ihn haben? Er wurde hier abgeliefert, ja, aber nicht gestohlen. Es handelt sich um eine persönliche Nachricht an mich. Um Beweismaterial. Der Colonel ist tot. Das wissen wir. Durch eigene Hand. Ein Verbrechen ist wohl auszuschließen. Und warum sind Sie so sicher? Weil sein Brief es beweist. So. Und warum schreibt er einen Brief an Sie, Holmes, wenn er Selbstmord begehen will? War der Colonel Ihnen bekannt? Ich habe ihn nie getroffen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Doch besser ist, Sie geben ihn gleich her. Er wird Ihnen nicht helfen. Offenbar hatte er diesen Brief nach Vorsicht zu engagieren. Aber dann überlegte er es. Und starb wie ein Offizier. Was hat er nur gemeint mit... Also, was wollte er andeuten? Wir werden es nie erfahren. Er war doch schließlich verlobt und hat bald heiraten wollen. Das kam ja schon leider sehr oft vor. Und passiert doch immer wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Sie meinen also, es war Erpressung, nicht wahr? Gut kombiniert. Ihren Sarkasmus können Sie sich sparen, Mr. Holmes. Ich weiß, Sie tappen genauso im Dunkeln herum wie ich. Was die Identität des Erpressers angeht. Aber ich weiß genau, Dorking war nicht sein erstes Opfer und bestimmt versuchte er es wieder. Auf Wiedersehen, Sir. Aber ich werde doch davon erfahren, wenn Sie etwas hören. Ich machte einen großen Fehler und brauche sofort Ihre Hilfe. Zu dumm, dass er den Namen des Erpressers nicht genannt hat. Er hat. In seinem Brief war das hier. Charles Augustus Milverton. Appledore Towers, Hampstead, Kunsthändler. Camouflage. C.A.M. Camdenne. In meiner Laufbahn hatte ich es mit 50 Mördern zu tun. Aber niemals war ich von einem derart tiefen Gefühl von Abscheu ergriffen. Wie bei Charles Augustus Milverton. Milvertons Höhle. Eine Festung. Das war zu erwarten. Er lebt in einem Gefängnis. Ein Menschenverächter, würde ich sagen. Was denken Sie, machte Milverton dazu? Er war bestimmt als Kind sehr isoliert. Zu wenig Zuwendung. Er ist bestimmt in irgendeinem Londoner Vorort aufgewachsen. Warum nicht in Soho oder am Leicester Square? Trotz aller Lasterhaftigkeit findet man in diesen Bezirken noch Wärme, Güte und Menschlichkeit. Eine interessante Beobachtung. Milverton. Ich habe eine Aufgabe für Sie, wenn Sie Lust haben, und zwar den Besuch einer Galerie. Und was machen Sie? Denken Sie nicht, dass die ehrenwerte Miss Miles eher einen Besuch verdient, wo Colonel Dorking in seinem Brief schrieb, dass er Ihre Hilfe... Das ist vorbei, Watson. Wir müssen alles daran setzen, sein nächstes Opfer schnell aufzuspüren. Ich spioniere also heute Abend Milverton aus. Und wir müssen herausbekommen, welchen Ruf er bei anderen hat. Soll ich ihn in ein Gespräch verwickeln? Ja, aber seien Sie vorsichtig. Moment! Ja? Das Mädchen möchte sich wegen der Stelle vorstellen. Ah, gut. Kommen Sie her. So, was willst du mir denn verkaufen, mein Kind? Und wie heißt du? Lily, Sir. Ah, Lady Eva Blackwell. Mhm.
Ich hoffe, ich werde nie wieder ein so berechnendes und unaufrichtiges Lächeln wie das von ihm sehen. Charles Augustus. Er ist mir als ein ausgezeichneter Kunstkenner beschrieben worden. Ein Geschäftsmann, der jedem Künstler zu einem Vermögen verhelfen kann. Wenn er sich ihm anvertraut. Dieses Geschöpf der Hölle. Er ist Mitglied in einer Reihe von Londoner Clubs. Ich nehme an, das liegt daran, dass man nicht wagt, ihn nicht aufzunehmen. Der Diogenes schon. In diesem Club ist mein Bruder Mitglied. Ich hörte von ihm, dass er sich dort vorstellte, doch er bekam eine Abfuhr. Ihr vornehmer Erpresser wurde in Balham geboren. Als einziges Kind eines Glasers und seiner Frau. Ihre Informationsquelle? Oh, verschiedene Quellen. Ich wandte Ihre Methoden an. Wie lief es bei Ihnen? Ich war in der Festung. Ich habe eine Klempnerfirma gegründet. Der Name ist Escott. Der Butler, der sich Hepworth nennt, ist niemand anderes als Wyke, der Lakai, dem ins Gesicht geschossen wurde. Da bin ich ganz sicher. Vielleicht hat Milverton ihn ja als Belohnung für sein Schweigen während des Croft-Skandals eingestellt. So war es wohl. Holmes, ich habe eine Idee. Ich glaube, es gibt einen Weg, diesen Milverton zu überführen. Wir müssen ihn verleiten, jemanden zu erpressen, der unschuldig ist. Tut Milverton das, könnten wir ihn schnappen. Also nehmen wir mal an, dass jemand an mich indiskrete Briefe geschickt hat. Von wem bekämen Sie denn solche Briefe? Von jemandem, den wir kennen. Und Sie als Klempner verkaufen sie an Milverton weiter. Wenn das Geld übergeben wird, wird Lestrade ihn einfach festnehmen. Rechtlich gesehen sind uns die Hände gebunden. Bis ein Erpressungsopfer bereit ist, den Mann bei der Polizei anzuzeigen und seinen Ruf riskiert. Es muss doch einen Weg geben, diesem Teufel irgendwie beizukommen. Es gibt einen. Milady hat Besuch. Lady Blackwell erwartet mich, Johnson. Der Earl of Dovercourt, Milady. Jetzt hören Sie doch schon mit diesem Theater auf. Liebling, das ist Mr. Milverton. Erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was führt Sie hierher? Was mich hierher führt? Sollen wir seine Lordschaft in unser kleines Geheimnis einweihen, Lady Eva? Nein. Gut, wie Sie wünschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er zerrt an den Nerven seiner Opfer, um seinen ohnehin schon prallen Geldbeutel noch weiter zu füllen. Er ist das widerlichste Subjekt, das in London herumläuft. Wie schlüpfrig das vor sich hinkriecht. Ja, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als sie herumzustellen, Holmes? Machen Sie doch einen Vorschlag. Wir sollten die Flucht nach vorne antreten, ihn herausfordern. Erst denken, dann zuschlagen. Inzwischen wird er genau wie die hier unbarmherzig seine Opfer erdrücken und verschlingen. Und wir tun nichts, um ihn daran zu hindern. Holmes! Ich denke, es wird Sie interessieren, dass ich seit kurzem verlobt bin, Watson. Ach ja, gratuliere. Mit dem Hausmädchen von Milverton. Mit wem bitte? Ich brauchte Informationen. Diesmal sind Sie wohl ein bisschen zu weit gegangen. Aber dieser Schritt war leider notwendig. Wir haben uns öfter unterhalten. Es ist wunderschön gewesen. Was soll aus ihr werden? Es war unvermeidbar. Tja, bei diesem Fall steht so viel auf dem Spiel, dass sich so etwas leider nicht vermeiden lässt. Ich habe glücklicherweise noch einen hasserfüllten Rivalen, der sie mir ausspannen wird, wenn ich ihr den Rücken kehre. Was für ein herrlicher Tag. Ihnen gefällt dieses Wetter? Sie ist da. Mein Vater starb, als ich 12 war. Meine Mutter zog es vor, weiter draußen auf unserem Landsitz zu wohnen. Lord und Lady Swinstead haben mich dann aufgenommen. Und voriges Jahr haben sie dann meine Beisaison hier arrangiert. Geben Sie mir Ihre Handschuhe. Mrs. Hudson, was wollen Sie denn schon wieder hier? Sie waren heute noch nicht draußen, Mr. Holmes.
Und man muss kein Detektiv sein, um zu sehen, dass die junge Dame hier noch vor kurzem bettlägerig war. So ist es doch, nicht wahr? Hier, damit Sie wieder rosige Wangen bekommen. Vielen Dank. Die Brühe ist eine sehr gute Idee von Ihnen. Mrs. Hudson, Sie können wieder gehen. Verschwinden Sie! Er war meine erste Liebe. Er ist der Sohn der Nachbarsfamilie, also in Suffolk. Wir passten aber nicht zusammen, wissen Sie. Er ist nicht aus guter Familie. Vor einem Jahr ging ich nach London. Damals habe ich mich dann von ihm getrennt. Ich wusste nicht, dass ich ihm damit so wehtun würde. Er schickte meine ganzen Briefe zurück. Ich habe die Briefe immer in meiner Schatulle verwahrt. Gut. Aber was ist der Inhalt dieser Briefe? Alles nur kindisches Geschwätz. Aber offenbar genug, dass Zweifel aufkommen bei Ihrem zukünftigen. Harry ist furchtbar stolz auf mich. Ich muss sagen, ich habe doch manches Mal Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, die er an mich hat. Ein furchtbares Gefühl. Und Ihr Hausmädchen hat diese Briefe gefunden? Lily, ja. Ich vertraute ihr. Ich kann immer noch nicht fassen, dass sie mich betrogen hat. Woher wusste Lily etwas von Milverton? Ich glaube, sie muss auf ihn gekommen sein, als meiner Freundin Briefe durch ihn zugestellt worden sind. Charlotte. Ihre Hochzeit mit Colonel Dawkins stand kurz bevor. Also der Inhalt von diesen Briefen ist überaus schockierend gewesen. Lily und ich waren damals dabei, als sie diese Briefe bekommen hat. Wenn ich daran denke, dass mir jetzt das gleiche Schicksal bevorsteht. Alles wird wieder gut werden, Lady Eva. Aber was kann man tun? Denn am 12. schon soll die Hochzeit sein. Er will das Geld. Er will die gesamte Summe schon am 8. von mir haben. 4 Tage vor meiner Hochzeit. Am Tag des großen Balls. Ach. Lord Dovercourt hat eine große Hochzeitsfeier arrangiert. Er hat halb London dazu eingeladen. Mir graut davor. Wenn Sie sich mir anvertrauen, dann werde ich Milverton mitteilen, dass ich von Ihnen beauftragt worden bin, für Sie die bestmöglichen Bedingungen auszuhandeln. Meine Mittel sind begrenzt, Mr. Zum Verhandeln werden Sie reichen. Ich kann bei Ihnen nicht mit leeren Händen auftreten. Lady Eva, Sie müssen Mr. Holmes vertrauen. Und vor allen Dingen auch seinen Methoden. Mrs. Hudson wird Sie hinausbringen. Es wird schon werden. Hören Sie, diese junge Dame muss mit großem Taktgefühl behandelt werden. Oder sind Sie der anderer Meinung, Mr. Holmes? Es muss Sie großen Mut gekostet haben, alleine herzukommen. Ich glaube, dass Lady Eva und das Hausmädchen von Milverton sehr viel gemeinsam haben. Und das wäre? Kraft. Sind Sie soweit? Ja. Mr. Sherlock Holmes? Der Herr dort, kann man auf seine Diskretion vertrauen? Dr. Watson ist mein Freund und Partner. Ich habe nur im Interesse Ihrer Klientin gefragt. Ich hoffe, Sie verstehen. Immerhin ist diese Sache äußerst heikel. Dr. Watson weiß von der Sache. Darf ich? Oh, vielen Dank. Dann kommen wir am besten gleich zum geschäftlichen Teil. Sie sagten in Ihrem Brief, dass Sie im Auftrage von Lady Eva handeln. Sind Sie bevollmächtigt, meine Bedingungen zu akzeptieren? Dürfte ich fragen, welche Bedingungen? 7.000 Pfund. Und die Alternative? Mein Herr, es ist mir sehr unangenehm, Ihnen das zu sagen. Aber Ihnen sollte klar sein, dass die ganze Sache von mir mit äußerster Sorgfalt eingefädelt worden ist. Und habe ich das Geld am 8. nicht, dann wird die Hochzeit am 12. bestimmt nicht stattfinden. Natürlich sind wir mit dem Inhalt dieser Briefe vertraut.
Wir werden unserer Klientin empfehlen, ihrem zukünftigen Ehemann alles zu erzählen und an seine Großmut zu appellieren. Offenbar kennen Sie Lord Dovercourt noch nicht. Was macht diese Briefe denn so gefährlich? Ha! Die Briefe sind äußerst pikant. Die Dame hat eine lebhafte Fantasie. Aber ich fürchte, der Earl of Dovercourt wird an diesen Briefen wenig Gefallen finden. Aber wie Sie wollen, ich habe nicht vor, Sie zu beeinflussen. Wenn Sie es für richtig im Interesse von Lady Eva halten, wäre es gewiss, dumm zu bezahlen. Immerhin verlange ich ja eine... Sie greifen vor. Angesichts einer so delikaten Sache möchten wir einen Skandal selbstverständlich vermeiden. Ach, ich habe doch gewusst, dass Sie zu dieser Einsicht gelangen würden. Die Summe, die von Ihnen gefordert wird, übersteigt Ihre Möglichkeiten bei weitem. Geben Sie die Briefe für die vorgeschlagene Summe zurück, denn mehr können Sie nicht verlangen. Was Sie über die Vermögensverhältnisse von Lady Eva sagen, das mag ja wahr sein, doch Ihre bevorstehende Hochzeit ist, glaube ich, für Ihre Verwandten und Freunde ein passender Augenblick, ihr ein bisschen unter die Arme zu greifen. Warum sollen sich diese Leute denn den Kopf zerbrechen über das richtige Hochzeitsgeschenk? Meinen Sie nicht auch, dass ihr dieses kleine Bündel Briefe mehr Freude bereiten wird als sämtliche Butterdosen London zusammengenommen? Absolut unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Ach, Herr Jemini, es ist wirklich zu schade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lady Eva gut beraten ist, wenn sie es nicht zumindest einmal versucht. Schauen Sie sich das einmal an. Dieser Brief gehört... Ach nein, ich denke doch, es ist nicht ganz fair, Ihnen vor morgen früh zu sagen, wem der Brief gehört. Denn morgen früh erst wird er in der Hand Ihres Mannes sein. Nur weil sie nicht bereit ist, eine kümmerliche Summe zu bezahlen, was ihr überaus leicht fallen würde, wenn die betreffende junge Dame nur ein paar ihrer Diamanten einfach zu Geld machte. Zu dumm? Vielleicht ist Ihnen kürzlich eine kleine Meldung in der Morning Post aufgefallen. Das unerwartete und bedauernswerte Ende der Verlobung von Colonel Darking und Miss Miles betreffend. Ja. Die Sache fand ein tragisches Ende. So was kommt einem Mord gleich. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Milverton? Wie ein Mann sich in so einem Augenblick verhält, das ist vollkommen seine Sache. Ich habe nichts damit zu tun, Sir. Was Sie eben sagten, ist die reine Frechheit. Sie allein! Sie sind für seinen Tod verantwortlich. Es ging um einen völlig lächerlichen Geldbetrag. Tatsächlich, mit 1200 Pfund wäre damals diese ganze Affäre erledigt gewesen. Überaus schade, nicht wahr? Und ich stelle fest, dass Sie, Mr. Holmes, ein Mann von Welt, sich als Pfennigfuchser gebärdet. Während die Zukunft Ihrer Klientin völlig in Ihrer Hand liegt, ich darf sagen, das überrascht mich schon ein wenig. Der Betrag kann nicht beschafft werden. Für Sie wäre es doch sicherlich besser, diese nicht unbedeutende Summe anzunehmen. Warum wollen Sie Lady Evas Zukunft ruinieren? Sie haben doch rein gar nichts davon. Das ist ein Irrtum, mein Herr. Ihre Bloßstellung würde mir ganz bestimmt indirekt von allergrößtem Nutzen sein. Ich habe zurzeit 8 oder 10 ganz ähnliche Fälle in Vorbereitung. Ich werde als nächstes an Lady Eva ein Exempel statuieren. Sowas spricht sich gewiss ganz schnell herum. Die anderen werden dann sicherlich meinen Argumenten leichter zu folgen wissen. Begreifen Sie? Zeigen Sie uns diese Briefe. Mr. Holmes, ich habe bedeutend mehr Originalität von einem Mann wie Ihnen erwartet. Das haben vor Ihnen schon viele bei mir versucht. Zum Beispiel der junge Edward Croft. Edward Croft? Ihren Diener Wyke traf die Kugel, die für Sie bestimmt war. Sie haben sich offenbar schon umgehört. Also müssen Sie auch wissen, dass ein Angriff auf mich noch niemals Erfolg hatte. Ich bin bis zu den Zähnen bewaffnet und zwar zu jeder Zeit, versuchen Sie es nur. Denn ich bin immer bereit, von den Waffen Gebrauch zu machen, weil das Gesetz stets auf meiner Seite ist. Möglicherweise bekommen Sie Gelegenheit, Ihr Versprechen einzulösen. Mr. Holmes hat gesagt, er will auf keinen Fall gestört werden. Kommen Sie später wieder hinaus. Mrs. Hudson, ich will nicht gestört werden. Da hören Sie es selbst. Mr. Holmes, Sie werden mich doch bestimmt nicht für so dumm halten, dass ich meinen Lebensunterhalt einfach so bei mir trage. Ich wollte mich nur vergewissern. Also dann, meine Herren, ich muss heute noch ein paar Verhandlungen führen. Und es ist ein weiter Weg nach Hampstead.
Ich bin durchaus ein Kunstliebhaber. Aber meinen Sie nicht, dass es nach der gestrigen Begegnung besser ist? Kunst ist Balsam für den Verstand. Vor allem im Moment der Entscheidung. Wir haben einiges über Milverton erfahren. Er ist skrupellos, doch eine Offenbarung ist das nicht. Wir wissen, dass er eitel ist, also in gewisser Weise sehr verwundbar. Dass seine Kutsche beschädigt worden ist, hat ihn offenbar sehr getroffen. Solche Schwächen müssen wir ausnutzen. Wollen Sie zum Vandalen werden? Wir nutzen jede Schwäche von ihm. Ah, ich wünsche einen guten Tag, Mr. Stokes. Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden. Was ist denn? Ein Mr. Sherlock Holmes möchte Sie sprechen, Sir. Oh, Aggie, du rührst mein Herz. Mr. Holmes? Ich komme, um Ihnen mitzuteilen, dass meine Klientin ihre Bedingungen akzeptiert. Sie handelt äußerst klug, wenn ich das sagen darf. Sie bittet um einen kleinen Gefallen. Und der wäre? Die Übergabe der Briefe soll erst am 9. stattfinden, da am 8. zu einer großen Gesellschaft geladen ist. Deshalb ist sie momentan zu beschäftigt. Die Gesellschaft, ja. So, dann bringen wir das Geschäft um 10 Uhr am folgenden Morgen zum Abschluss. 7.000 Pfund. Wie Sie verlangten. Hier oder in der Baker Street? Hier, Baker Street. Vielleicht besser auf neutralem Gebiet. Der Diogenes Club. Sie sind doch Mitglied, oder? Sie erlauben? Dieser plötzliche, unerwartete Umschwung. War das etwa Ihre Idee? Ich konnte meine Klientin nicht einfach in ihr Unglück laufen lassen, Mr. Milverton. Sie sind der Sieger. Mein seliger Mann und ich waren für Sie eine zweite Familie. Das ist der Grund, warum ich Sie aufsuche. Dieser Mann, der Sie erpresst, wie heißt er? Charles Augustus Milverton. Er ist ein Kunsthändler. Ja, ich hörte bereits von ihm. Dieser Mann schreckt vor nichts zurück. Er lebt von schmutzigen Gerüchten. Und Mr. Holmes, wie beurteilt er diesen Fall? Wie immer weiht er niemand in seinen Plan ein. Doch ich bin mir sicher, Holmes hat irgendetwas vor, Milady. Ah, Holmes. Lady Swinstead ist bereits über alles in Kenntnis gesetzt. Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Mr. Holmes. Wenn Geld ein Problem sein sollte, dann... Nein, bemühen Sie sich nicht. Können Sie einen Erfolg garantieren? Das zu garantieren wäre dumm, Lady Swinstead. Doch ich versichere Ihnen, ich gebe immer mein Bestes. Dann werde ich mich damit zufrieden geben müssen. Es muss dafür gesorgt werden, dass er schweigt. Kennt die Dame Milverton? Mit Namen? Ja, ich habe ihn ihr genannt. War das verkehrt? Watson, diese Rechnungen hier müssen endlich bezahlt werden. Ich vergesse, ich habe uns Einladungen besorgt für die Gesellschaft, die Lord Dovercourt veranstaltet. Das Haus liegt einige Meilen außerhalb Londons, aber das tut meinem Plan keinen Abbruch. Welchem Plan? Ich werde noch in derselben Nacht in Milvertons Haus einbrechen. Einbruch, mein Gott, bedenken Sie, was Sie tun, Holmes. Betrachten wir es einmal völlig nüchtern, dann werden Sie zugeben, dieses Vorgehen ist moralisch absolut gerechtfertigt. Ja, aber gleichzeitig kriminell. Gut, aber Sie haben mir helfen wollen, als ich seine Taschen ausplündern wollte. Ein Verfahren, das genauso kriminell ist. Das war spontan. In Momenten wie diesen kann man kaum nachdenken. Nachdenken? Zu überlegen gibt es nichts, Watson. Hier hilft mir mein Verstand nicht weiter. Eben das ist der Fluch bei dieser Sache. Und wenn Sie nun gefasst werden, dann endet Ihre großartige Laufbahn in Schande und Misserfolg, das wissen Sie. Was sind Schande und Misserfolg denn schon gegen Aufgeben? Mein lieber Watson, Sie kennen mich, glaube ich, gut genug, um zu wissen, ich würde niemals ohne Not diesen Weg beschreiten. Die Briefe müssen wieder her. Und nur so kann ich sie bekommen, Watson. Erst zuschlagen, um dann zu überlegen? Hervorragend, wundervoll. Und was denken Sie, tut dieser Milverton? Wahrscheinlich wird er Ihnen die Tür öffnen und Sie ins Haus bitten, Holmes. Milverton wird auf der Gesellschaft sein. Als Gast von Lady Eva. Also, Holmes, was Sie vorhaben, ist wirklich ungeheuerlich. Mein Selbstrespekt und auch mein guter Ruf stehen auf dem Spiel. Ich habe keine andere Wahl.
Aber ich weise darauf hin. Es gefällt mir nicht. Schuhe? Ja. Masken? Schwarze Seitentaschentücher. Ich sehe, Sie haben für sowas ein natürliches Talent. Das habe ich von Ihnen gelernt. Mr. Hepworth spielt oben noch Billard. Deswegen habe ich eine amüsante Gesellschaft verlassen. Ich hoffe, Sie können mich dafür entschädigen. Hätten Sie nicht einen weniger dramatischen Zeitpunkt wählen können? Naja, was nicht geht, geht nicht. Ach du meine Güte, Sie. Ich bin die Frau, deren Zukunft und deren Leben Sie zerstörten. Gute Frau, Sie sind aber auch äußerst widerspenstig gewesen. Paris. Es ist schon eine Ewigkeit her. Sie haben mich schließlich dazu getrieben, oder? Diese Affäre liegt jetzt schon 12 Jahre zurück. Freiwillig würde ich nicht mal einer Fliege etwas zu sagen. Sie warteten nur auf den Moment, wo Sie am meisten Geld herausschlagen konnten. Was hätte ich tun sollen? Ich setzte einen angemessenen Preis. Sie schickten meinem Mann dann vor kurzem diese Briefe. Ich bezahlen. Ich war es niemals wert, diesen Mann auch nur die Stiefel zu schnüren, so gut war er. Mörder, Sie brachten sein edles Herz. Sie abscheuliche Kreatur. Damals kam ich hierher. Um Gnade habe ich Sie angefleht und Sie lachten mir nur frech ins Gesicht. Genau wie Sie es jetzt machen, doch Sie sind ein solcher Feigling, dass Ihre Lippen vor Angst vibrieren. Ich schüchtern mich nicht ein, wenn ich einmal rufe. Sie werden kein Leben mehr zerstören, wie Sie mein Leben zerstören. Sie werden nie wieder Gelegenheit haben, andere Leute zu erpressen. Mr. Charles, um ganz zu schmälern. Ich zeigen und Ihre verständliche Wut entschuldigen. Verlassen Sie bitte sofort mein Haus und dann werde ich nie wieder ein Wort darüber verlieren. Ich werde die Welt von Ihnen befreien, Sie Ungeheuer. Ins Feuer damit. Hinweg für immer! Winstead, Sie sind frei. Wir kommen zur Versteigerung des Besitzes des verstorbenen Charles Milverton. Artikel 1, eine Kiste mit diversen Gegenständen. Straßschmuck. Artikel 2, eine Büste Athenes, die griechische Göttin der Weisheit und der schönen Kunst. Wer bietet für diese schöne Marmorstatue? 10 Pfund? 20 Pfund? 30? Danke. 30 Pfund sind geboten. 50? 50 Pfund sind geboten. 60? 80 Pfund? 90? 90 Pfund sind geboten. Bietet jemand mehr? 100 Pfund. Bieten Sie mehr, mein Herr? Niemand bietet mehr. Der Herr dort drüben erhält den Zuschlag für 100 Pfund. Mr. Holmes! Was? Ersteigert auf einer Auktion, Mrs. Hudson. Und zwar für 100 Pfund. Warum hat er sie denn bloß zerschlagen? Ich habe gedacht, dass etwas drin sein könnte. Ich gebe zu, was das angeht, lag ich offensichtlich falsch. Danke, Mrs. Watson. Aber mich würde interessieren, warum dieser Franzose Sie haben wollte, Holmes. Aus Sentimentalität. Oder um sicher zu gehen. Nein, Watson. Gewisse Aspekte sind mir dabei peinlich. Bitte verschweigen Sie diesen Fall, Watson.